Hallo zusammen. Heute mal eine etwas andere Perspektive. Und zwar sitze ich in der Küche. Ich bin nämlich gerade nach Hause gekommen von der Arbeit. Und ich muss auf mein Essen aufpassen, was im Backofen ist. Und ja, damit es nicht verbrennt, habe ich gedacht, setzen wir uns hier mal hin und packen die Douglas Box of Beauty aus, die ja inzwischen nicht mehr so heißt, sondern Dubox. Schaut mal. Dubox. Ja. Also der Karton ist auch neu. Kann man vielleicht erkennen. Und wenn man ihn aufklappt, kommt einem das entgegen. Willkommen in der neuen Welt der... Willkommen in der neuen Dubox-Welt. Und dann irgendwie alles wird zum Club. Und hier hinten stehen so ein paar Vorteile. Dann, wie üblich, die Rechnung. Und immer noch der kostenlose Retourenschein. Also das scheint geblieben zu sein. Und ja, solange man die kostenlos zurückschicken kann, bleibe ich definitiv dabei. Weil so kann ich mir dann eben immer überlegen, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Dann ist hier so eine Zwischendecke. Die kann man einfach rausnehmen. Dann kommt mir ein kleines Heftchen entgegen mit viel Spaß mit ihrer Dubox, 10% Rabatt. Ja, dann sind hier anscheinend die Artikel, die wohl in meiner Box sind. Schauen wir einfach mal. Die Box selber sitzt jetzt in so einem ja extra ausgestanzten Karton. Auf jeden Fall jiggelt sie nicht mehr so hin und her. Und sie hat jetzt ja, so einen Überzug bekommen. Ach, guck mal, da steht auch noch was drin. Und das Design, dieses Design, wurde von einem Herrn Kerschies entwickelt. Mit Hilfe dieses Artliner Black Eyeliners von Lancôme. Und das Hauptprodukt, habe ich schon gesehen, ist ein Eyeliner. Leider allerdings nicht in Stiftform, wie der von Lancôme, der da abgebildet ist. Sondern ein, ja, wie so ein Buntstift, sage ich jetzt mal. Aber als erstes kommt mir hier noch so ein kleiner Block entgegen. Das finde ich ganz süß. Hat allerdings nur weiße Seiten. Schaut ja nicht. Dann suche ich mal gleich den Stift, das Hauptprodukt. Und zwar ist das von Urban Decay. Ist ja eigentlich eine tolle Marke und ich habe von denen auch noch nichts. Und fand immer von Urban Decay ganz interessant diesen Primer für den Lidschatten. Habe ich mir aber nie gekauft, weil es mir einfach immer zu teuer war. Und hier ist jetzt, wie gesagt, ein Eyeliner drin. Allerdings Glide-On Eye Pencil 24/7. Allerdings eben in so einer Stiftform. Und, oh, hoppsala. Den wollte ich jetzt nicht testen, aber wie ihr seht, also ich bin nur einmal dran vorbeigehuscht aus Versehen. Ja, der scheint ganz gut zu malen und der scheint auch ganz gut zu halten, schon gleich so beim ersten Moment. Also jetzt bin ich tatsächlich am Überlegen. Eigentlich war mein Plan, die direkt zurückzuschicken. Aber ich merke jetzt gerade, dass der wirklich ganz sanft, also aufzutragen ist, zumindest auf dem Finger. Und dass der wirklich gut hält, wenn ich jetzt so rubbel, dass das natürlich so ein bisschen verschmiert, aber im Großen und Ganzen hält das wohl sehr gut. Dann habe ich eine Yankee Candle Moroccan Argan Oil. Ah, die riecht gut. Also die gefällt mir sehr gut, aber ich mag Yankee Candles auch allgemein sehr gerne. Dann habe ich von Corris ein Duschgel mit 91,4% natürlichen Inhaltsstoffen, also keine Mineralöle, keine Silikone etc. Wie sie riechen, riechen sie nichts. Doch, jetzt so ganz dezent. Eine berauschende Kombination tropischer Früchte.
bestimmt auch nicht so ganz günstig, ne? Von Coris, glaube ich. Hatte ich bisher, bin ich der Meinung, nur Haarpflege. Auch nichts gebracht. So, dann haben wir hier von Papanga 3 Haargummis. 3 so Haarbänder. Spiralbänder. Da habe ich bisher nur schwarze, die mal in irgendeiner anderen Box mit drin waren. Dann habe ich von Max Factor leider eine Farbe, die ich so gar nicht trage. Lustrous Sand 80. Das ist so ein Nude-Ton. Tja. Dann von Mavala. Mavala mag ich ja total gerne, was die so an Nagelzeugs haben. Allerdings eine Handcreme. Und mit Handcreme kann ich mich totschmeißen. Und dann noch ein stark straffendes Gesichtsöl. Ja, kann man nicht früh genug mit anfangen. Allerdings benutze ich jetzt aktuell, also von 30 bis 50 vom Alter her, immer noch das Gesichtsöl, was in der vorletzten Box drin war, was ja so super toll ist, was aber auch super toll teuer ist. Jetzt bin ich echt so, weil der Eyeliner ist jetzt wieder erwarten eigentlich das Produkt, was ich fast mit am besten finde, von der Yankee Candle mal abgesehen. Also das sind meine beiden Favoriten. Duschgel finde ich an sich auch nicht schlecht. Aber auf eine Handcreme kann ich verzichten. Ja, das Gesichtsöl und eben leider der Max Factor in diesem Nude-Ton, den ich so gar nicht gebrauchen kann. Also ich muss da echt überlegen, ob ich die Box behalte oder nicht. Ich muss so abwiegen. Der ist natürlich nicht ganz günstig, ne? Und ich merke schon, dass meine Mimi-Box Lidschatten, ne, dass meine Mimi-Box Eyeliner so langsam den Geist aufgeben. Also ich habe ja 2 und immer wenn der eine mal so ein bisschen schwächelt, stelle ich ihn wieder auf den Kopf und benutze den anderen und dann geht er wieder eine Weile und ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Also ich überlege, kann mir aber gut vorstellen, dass ich die Box behalten werde, weil ich sie gar nicht schlecht finde. Und ja, die riecht toll. Die Bänder. Oh mein Gott, ist jetzt nicht gerade meine Farbe für die Haare, dieses Pink. Aber irgendwann sind Hannas Haare ja vielleicht auch mal wieder länger. Also wie gesagt, ich bin am Überlegen. Bin gespannt auf das neue Konzept, ob die Boxen dadurch jetzt viel besser werden. Schauen wir einfach mal, wie sich die Du-Box entwickelt und lasst mir gerne in den Kommentaren da, was ihr in der Box hattet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und jetzt gucke ich gleich mal, was mein Essen macht. Tschüss! Nochmal ein kleiner Nachtrag und zwar das Lipgloss kann ich, egal ob ich die Box zurückschicke oder nicht, behalten, weil das war dieses Zusatzprodukt. Weil ja in der letzten Box irgendwie war ja eine Mascara und bei vielen war die wohl ausgetrocknet und dadurch gab es eben diesmal ein Goodie sozusagen extra und das ist die Max Factor, der Lipgloss und der darf eben auf jeden Fall behalten werden und jetzt habe ich gerade noch auf der Facebook-Seite gesehen, dass das wohl angeblich die letzte Du-Box ist, die man zurückschicken kann. Ansonsten fällt diese kostenlose Retoure weg und man kann sich wohl künftig für ein anderes Abo entscheiden. Also entweder dieses 15 € Abo mit einem ja, High-End-Produkt und keine Ahnung, 3 oder 4 Proben. Dann gibt es die Variante für 29,95 und noch eine Variante für 49,95. Genaueres habe ich da jetzt gerade nicht gesehen, aber ja, und dass wohl eben diese kostenlose Retoure wegfällt. Mann ey, und ich habe eh schon keine Boxen mehr, außer die Drogerieboxen. Da muss ich mir dann echt was überlegen. Also gar keine Box ist auch irgendwie langweilig, ne? Na mal schauen. Also das ist es jetzt gewesen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!